Ja, ihr Lieben, dramatische Ereignisse. Eine Elfe des Weihnachtsmanns wurde beim Grenzübertritt von Mexiko nach Texas positiv auf Corona getestet. Und da war das Spiel vorbei. Sie hatten ihn. Und nach intensivem Verhör hat er alles ausgespuckt. Und seitdem kennen wir das Geburtsdatum des Weihnachtsmanns. Und das ist natürlich der Teil, der uns interessiert. Gleich hier bei Feng Shui am Freitag, das Bazi des Weihnachtsmanns. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Feng Shui am Freitag. Mein Name ist Peter Fischer, Leiter des Feng Shui Centers. Wenn ihr euch für alles ums Thema Feng Shui und drumherum interessiert, dann lasst gerne ein Abo da. Ja, und wie gesagt, also die Elfe des Weihnachtsmanns wurde erwischt. Wir haben das Geburtsdatum des Weihnachtsmanns herausgefunden. Und ja, das hat mich schon immer interessiert, das Horoskop zu rechnen, weil ich meine, der Weihnachtsmann, er sitzt am Nordpol und die ganze Geschichte mit den Elfen, die basteln das ganze Jahr Geschenke und dann, das ist auch ganz schön anstrengend. Da denkt man, woher bezieht er eigentlich die ganze Kraft und sitzt er jetzt da alleine oder ist der verheiratet? Wie ist das denn? Und auch diese ganze Naughty und Nice-Nummer, ne? Also Rute oder Geschenke. Also es waren immer schon so Sachen, wo ich dachte, ne, also das Horoskop vom Weihnachtsmann, das würde ich mal zu gerne rechnen. Deswegen, jetzt haben wir die Gelegenheit, schauen wir mal rein. Und das Erste, was uns auffällt, ist also erst ein Yin-Holz im Sommer. Und das Yin-Holz ist auch nicht wirklich gestützt. Also mit dem Wasser im Horoskop sieht es ein bisschen schwierig aus. Also kein Wunder, ist er an den Nordpol emigriert. Also mehr Wasser auf einer Fläche gibt es ja gar nicht. Also hier kann wirklich das Yin-Holz kann dieses Wasser verstoffwechseln, direkt weiterleiten in das Feuer. Ist ja auch, wenn man jetzt überlegt, am Nordpol das Feuer und die Wärme, das passt ja ganz gut und weitergehen in die Erde. Das ist ja dann sozusagen die Produktion dieser ganzen Geschenke, also dieses Weitergeben auch des eigenen Reichtums, ne? Und also stell mir das jetzt so vor, also der Weihnachtsmann emigriert an den Nordpol. Er freut sich des Lebens und denkt, ah, jetzt habe ich meine Heimat gefunden. Kommt so an, zettelt an, ja, und auf einmal dreht er sich rum und stellt fest, er ist gar nicht allein. Also am Nordpol gibt es ganz viel Elfen, ja, und sind ja also Elfen, bisschen schwierig, die haben da so einen Vaterkomplex. Und auf einmal steht dieser große Mann im roten Umhang dann da und sie schaffen es gerade noch zu sagen, Papa. Und die mitreißende Qualitäten, also diese Feuerenergie des Weihnachtsmanns, ne, die also, einfach Elfen sehen ihn, sagen, Alter, geiler Scheiß, ne, also können wir bei der Nummer mitmachen. Und bevor sie irgendwas wissen, sitzen sie alle zusammen im Sweatshop und bohren Flöten und basteln Engeln und freuen sich des Lebens. Ne? Und ja, also dann, man ist ja auch so ein bisschen einsam, jetzt nur mit den Elfen und aber. War die nächste Frage, ist er denn verheiratet? Ne? Und also ich schaue so drauf und denke, na, also stabiler Reichtum, das ist ja dann so das Emblem der Ehefrau. Und da war ich ein bisschen schockiert und dachte so, also das kann ja gar nicht wahr sein. Weil, also ich sehe jetzt hier nicht nur eine Ehefrau, ich sehe eins, zwei, drei, vier Ehefrauen und eine Konkubine. Also da war sogar ich sprachlos. Ne? Und also an der Stelle müssen wir einfach nochmal, ne, Chase, frag ihn, ob er nur eine Frau hat. Frag ihn, wie viele Frauen er hat. Also auf die Antwort bin ich gespannt. Ne? So, anyway. Ne, und dann nächster Punkt, naughty or nice. Ja, was ist das denn? Ne? Also er kommt da mit so einem Sack Geschenken und dann setzen sich die Kiddies bei ihm auf den Schoß und dann, da warst du dann auch brav und ne, da in der Ecke steht die Rute oder hier das Geschenk. Das ist ja schon also auch so eine latente sadomasochistische, ihr wisst, was ich meine, Ader. Und ich schaue drauf und denke, ja, also Yin-Holz steht in der Tagessäule auf Metallien. Wir haben noch ein krasses Yang-Metall oben auf der Stundensäule drauf. Verwaltungsaspekte, die so stark sind, dass sie schon diese Persönlichkeit hier einschneiden und belasten. Also das ist nicht nur latenter Masochismus. Ne? Also fragt man sich, was treibt der mit den Elfen sonst noch so? Gut, aber ne, das wäre auch wieder
die Frage können wir dann an Chase Huge mal weiterreichen fürs Verhör. Bis dahin, stell den Weihnachtsbaum in die Reichtumsecke und nächstes Mal ist Knecht Ruprecht dran. Frohes Fest!